Kann man seinen Anspruch auf Schutzimpfung durchsetzen? Unter welchen Umständen geht das? Nun, das Gesetz bzw. die Impfverordnung sieht vor, dass jeder Bundesbürger einen Anspruch hat auf Schutzimpfung. Allerdings nur unter dem Vorbehalt, dass es auch möglich ist, also dass Impfstoff zur Verfügung steht. Das ist ausdrücklich so in der Verordnung geregelt. Und jetzt sagen viele Bundesländer, wir haben nicht mehr, es gibt einen Engpass an Impfstoff. Ist das so? Schauen wir uns mal die Zahlen an, die offiziell auf dem Impfdashboard und in den Pressemitteilungen der Länder herausgegeben worden sind. Da haben wir in Bayern also eine Menge von Impfungen, von Impfdosen von 1,3 Millionen, die bereits verimpft worden sind. Das hier ist also 1 Million, 1,3 sind schon verimpft worden. Gleichzeitig wissen wir aber aufgrund der Lieferungen, dass 1,6 Millionen bis Anfang März schon ausgeliefert worden sind. Und heute und gestern kamen nochmal 300 dazu. Das heißt, wir haben jetzt verfügbar bereits 2 Millionen Impfstoffdosen, von denen nur 1,3 verimpft worden sind. Und bis zum Ende des Monats, nach den Ankündigungen des Bundesgesundheitsministeriums, kommt nochmal 1 Million hinzu. Wir haben also 1,6 Millionen verfügbare Dosen Impfstoff. Die müssen auch nicht zurückgehalten werden für Zweitdosen. So viele Erstdosen sind nämlich nicht mehr offen. Ein Problem ist allerdings, dass die verfügbaren Kapazitäten dafür gar nicht ausreichen, wenn man denn sie überhaupt ausschöpfen würde. Der bayerische Gesundheitsminister sagt, man könnte 49.000 Menschen pro Tag impfen. Im Augenblick impfen wir aber nur 30.000. Einmal 33.000 war das Maximum. Warum eigentlich? Die Impfzentren machen zum Teil erst spät am Vormittag gegen Mittag auf, in Würzburg um 11 Uhr, obwohl man eigentlich genug Impfstoff hätte, vor allem wenn man die Planung berücksichtigt mit dem, was noch kommt. Und deswegen besteht der Anspruch auf Erteilung einer Schutzimpfung, weil der Staat seine Kapazitäten nicht ausschöpft. Das ist jetzt keine Idee, die wir uns im Corona-Recht ausgedacht haben, sondern dieser Gedanke kommt schon aus der Rechtsprechung der Studienplätze. Denn Studienplätze sind auch knapp und da gibt es Auswahlverfahren, aber schon seit Jahrzehnten ist es allgemein üblich und von vielen Leuten praktiziert, Kollegen haben sich darauf spezialisiert, dass man einen Studienplatz einklagt. Und das funktioniert so, wenn man nachweisen kann, dass in irgendeinem Hörsaal doch noch ein Eckchen frei ist, wo noch ein Student rein könnte, wenn also eine weitere Kapazität vorhanden wäre, dann kann die Studienplatzklage nicht abgewiesen werden. Mittlerweile haben die Universitäten darauf reagiert und halten dafür sogar extra Reserven bereit. Wenn also irgendwo noch die eine Impfdosis übrig ist, dann muss sie auch verabreicht werden. Es ist jetzt natürlich nicht Ziel, dass wir massenhaft Klagen führen, um Impfungen durchzuführen, sondern was passieren muss, ist, dass der Staat endlich beginnt, seine Kapazitäten wirklich auszuschöpfen. Das heißt, sowohl den Impfstoff bereitstellt, als auch die Impfkapazität, also Manpower und Infrastruktur bereitstellt oder zusätzliche Strukturen dafür schafft.